Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Was geht aber ab? Ja, hallo. Und heute haben wir Otter Orchestra mit A Ghost in the Theater. Erste Impression. Ja, wieder auf jeden die Fall. Die ganze Truppe ist wieder am Start, in Rot diesmal. Und Die, sagen wir so, die extravaganten Elemente, die jetzt nicht zu einem klassischen Orchester gehören, in Rot gehalten. Ja, ja, das ist ja das Otter-Orchester. Das sind die Mädels sozusagen, die Chor. Und dann hast du halt eben das gesamte Orchester nochmal. Nee, mir ging es gerade nicht um den Namen, so, mir ging es gerade halt wirklich um die nicht orchestertypischen Instrumente. Theoretisch hast du in einem Orchester jedes Instrument, was du haben möchtest, aber du hast halt eben auch ein klassisches Orchester. Ja. So, und jetzt sag mal, du hast jetzt da keine E-Gitarre in der Regel bei. Oder, ne, so. Allerdings fällt mir jetzt der Name von dem Instrument hier vorne, was die Dame spielt, nicht ein. Leute, wenn ihr wisst, wie das Instrument heißt, bitte reinschreiben. Ich habe letztens auch hier um die Ecke, als ich aus dem Studio rauskam, einen Dude das Spielen sehen und auch hören. Also war ziemlich cool. Saß so an der Straßenmusikerstyle und ging auch richtig damit ab. Ist natürlich interessant. Es wirkt jetzt hier alles so ein bisschen Elektropop-mäßig am Anfang. Ja. Allerdings, wir haben schon gesehen, hinten steht eine große Harfe mit bei und. Drum-Aufgebot, sehr schön. Alle warten auf ihren Einsatz, ja. Ah, hier sieht man das Orchester in schöner Bandbreite. Super, mal. Ah, wieder toll gezeigt. Klar, Flügel immer im Mittelpunkt. Das ist einfach so. Klavier ist nach wie vor in der Musik die wichtigste Stimme, weil du einfach aufgrund der Mechanik am meisten andere Sachen simulieren kannst. Ja. Und hat natürlich auch einfach ein unglaubliches Klangbild, brauchen wir nicht drüber reden. Auch alles hier vertreten. Diverse Violinen, Cellos sind mit dabei. Was haben wir hier noch? Hinten die Harfe, wie ich schon gesagt habe. Oh, das hat schon ein toller Orchester, Aufbau, ne? Auch ein schöner Aufbau. Wir haben links jetzt eher so die mittleren und hohen Streicher und rechts haben wir jetzt dafür die Tiefen und Mitten, nämlich in Form von den Cellos. Interessanter Aufbau vom Klangbild her, gefällt mir. Was ich bei dem Otter-Orchester mal sehr schön finde, dass die ein volles Arrangement immer hinkriegen, dass es noch sehr luftig und leicht klingt immer. Mhm. Also nicht so überladen. Ne? Nicht so überladen, genau. Also die haben zwar noch nicht auch voll ausgefahren, aber es plätschert so vor sich hin, was vom Sound für mich sehr genießbar ist. Ja, sie spielen ja auch sozusagen immer auf einen gewissen musikalischen Höhepunkt hin. Ja. Ist mir in den anderen Folgen auch aufgefallen. Das ist natürlich eine schöne klassische Rhetorik, dieses erstmal leicht reinkommen, auf locker und es kommt immer mehr, steigert sich. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie dann sozusagen der Höhepunkt mit dem Abgang arrangiert ist oder ob man zwei Höhepunkte hat und ne, dann erst den Abgang. Ich bin sehr gespannt. Gefällt mir bis jetzt wieder mal sehr, sehr gut. Thank you.
schöner Break. Jetzt haben wir gerade gut nochmal kurz für eine Pause was zu sagen. Es ist immer, also ich persönlich finde es immer sehr, sehr faszinierend. Ich glaube, euch geht es bestimmt auch oft so. Gerade wenn man ein Orchester sieht, wie synchron die Leute sind. Als ob du da jetzt, gerade bei den Strings sieht man das immer sehr, sehr gut, als ob du da jetzt so 10 Roboter hingesetzt hättest, ne, und so zapp, diese absolute Perfektion, als wäre es eine einzige Einheit. Und warum ist das wieder so, Leute? Ich habe es lange nicht mehr in unserer Sendung erwähnt, weil Musik immer mit Gefühl gekoppelt ist. Und über das Gefühl sind wir mit allem in unserer Umwelt verbunden. Alleine das ist ein Riesenthema für sich, aber es ist ein absolut wichtiger Fakt, sonst könnte es nicht funktionieren. Und wie es halt funktioniert, hat man gerade so schön gesehen in der Szene. Mach nochmal vielleicht einen Tick zurück, außerdem können wir uns dann nochmal schön in den Break reinfallen lassen. Auch ein wunderschöner Break. Da haben wir es dann weniger als manchmal mehr wieder. Ne? Genau, hier sieht man es so schön. Ist auch schön hochgefahren und dann runter. Auch wie die Strings, also die ganzen Stäbe alle gerade runtergingen, ne, die ganzen Bögen, in dem Moment auch. Super. Auch hochkonzentriert alle. Ne? Alles Profis. Wie stark der Kick gerade war, obwohl er nur so ganz locker so... Na? Richtig cool, so. Also hier auch hoch konzentriert. Interessant auch, da es eine eigene Kreation ist. Und klar, ich gehe davon aus, sie werden das Lied vorher auf Noten arrangiert haben, auch für alle Beteiligten. Alleine das ist eine riesige Arbeit. Ja. Da darf man nicht vergessen, auch wenn, klar, man kopiert es dann etc., aber das überhaupt erstmal zu arrangieren, zu schreiben, über ein Programm einzuprogrammieren, das ist halt eben nicht einfach, du spielst es ein, es wird dir sofort als notenperfekt angezeigt, wie du willst. Das, so weit sind wir dann leider doch noch nicht. Alle setzen an. Aber die arrangiert es auch recht dezent, muss man dazu sagen. Ne? Ja, sozusagen, das ist kann man sagen. Dass sie sich schön abwechseln, dass schön die Stimmung gehalten wird. Finde ich gut. Die Harmonie steht auf jeden Fall im Vordergrund. Beim Musikstück, ja, klar. Ich fand auch gerade im Hintergrund der Übergang sehr, sehr schön und dann sozusagen mit diesem, diesem Geklimper, wie ich es jetzt nicht nennen, aber so dieses, wie dieses Mystische, wenn es dann so und sich so langsam dann hochsteigert. Meinst sehr schön, genau, genau, hier hinten. Er hat auch alle Hände voll zu tun, ne, ein riesiges Drum. Riesiger Gong. Set so mit einem fetten Gong auch dazu, gefällt mir auch wieder mal sehr, sehr gut. Klar, als Orchester hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das sind schon, ist schon auch toll, was die an Möglichkeiten einfach haben. Ja, ist der Percussionist. Na, also als Band zu sagen, hier, ich arbeite mit dem Orchester zusammen und dann haben die Leute auch alle wirklich Lust und feiern auch deine Musik als Band so, weil die im Orchester spielen die bestimmt noch ganz andere Sachen. Das ist natürlich auch eine große Ehre auf jeden Fall. Toll. Ist ja die Hauptdrummerin. Genau.
Ich höre auch so einen leichten Gesang noch im Hintergrund, aber es hört sich wie ein Sinti an. Schöne Performance, große Klasse, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und selbst die Streicher waren so tragend, dass sie sich angehört haben wie eine Stimme. Ja, ich glaube, das war eine Mischung zwischen den Keyboard-Sintis und dann mit den Strings zusammen. Also ich gehe auch davon aus, dass die verschiedenen Sektionen, gerade was ihre Schwingungen, Frequenzen anbelangt, halt eben auch nochmal einzeln geprobt haben werden. Also sozusagen die Hauptdrummerin hinten auf jeden Fall mit den Orchester-Drums schön sich auch abgestimmt hat und. Leute, eine riesige Arbeit sowas. Ja. Ich liebe ja so eine Orchester-Sachen. Selbst bis heute ist es immer wieder ein schönes Hörspiel und auch Schauspiel. Denn man hat einfach auf so einer Bühne so viel Bewegung und so viel zu tun. Es gibt so viele Kleinigkeiten, worauf man auch achten kann. Große Klasse. Die Koordination von so vielen Menschen ist ja schon eine Meisterleistung. Und wenn dann so etwas dabei rauskommt, wunderschön. Durchaus. Hat mir sehr gut gefallen. Checkt meine Beats aus, die sind auch wundervoll. Ja, checkt auch meine Pianostücke aus, wie zum Beispiel Dämmerung. Allein das ist wundervoll. Würde ich auch mal gern von Otter Orchester ein bisschen begleitet. Da würde ich auch gern mal den Pianisten mal mimen. So. Mal schauen. Yes. Leute, auf jeden Fall wieder mal eine super Sendung. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank. Und einschalten. Liken. Weiterverteilen. Abonnieren. Die Glocke. Und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und deinen natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.